Hallo, das ist die AS50 WeedHex. Die WeedHex ist ein mechanischer Unkrautentferner. Unkrautentfernung ist ein ganz aktuelles Thema für alle Gemeinden, seit Glyphosat verboten ist. Mit der AS50 WeedHex können Sie zwei Sachen bearbeiten. Feste, gepflasterte Oberflächen und besonders gut Kanten und Randsteine. Schauen wir uns mal an, wie die AS50 WeedHex funktioniert. Die AS50 entfernt das Unkraut rein mechanisch, und zwar mit diesen beiden Bürsten. Die Bürsten sind an diesem Bürstenträger aufgehangen und wir sehen, die sind in einem Parallelogramm angeordnet. Durch die Rotation des Bürstenträgers werden die Bürsten beidseitig nach unten gedrückt und berühren den Boden. Vorteil dieses Systems ist, dass beide Bürsten mit der gleichen Kraft auf die Oberfläche drücken. Keine Bürste drückt stärker als die andere. Die scharfkantigen Stahlbürsten schneiden das Unkraut bündig mit der Oberfläche ab und werfen es nach hinten durch den Auswurf in den Fangsack. Sie müssen nach dem Arbeiten mit dieser Maschine nicht noch einmal hinterherkehren. Ganz wichtig bei solchen Geräten ist die Sicherheit. Durch die hohe Rotationsgeschwindigkeit werden kleine Steine hoch beschleunigt. Deshalb haben wir einen doppelten Schutz eingebaut, dass Steine nicht ausgeschleudert werden können. Der erste Schutz ist diese Bürste, die alles abschließt. Und zusätzlich als zweiten Schutz haben wir diese bewegliche Klappe, die nochmals abdichtet. Sie können mit dieser Maschine an geparkten Autos vorbeifahren, ohne Steinschlag zu riskieren. Um Kanten und Bordsteine zu bearbeiten, öffnen wir mit diesem Hebel die Seitenklappe. Die Bürste wird sichtbar und wir fahren ganz nah an den Bordstein heran. Dann legen wir die Klappe oben ab, als Auswurfschutz für Steine. Zum Starten der Maschine drücken wir den Totmannschalter, heben die Maschine leicht an und starten sie mit dem Seilstart. Dann setzen wir die laufende Maschine langsam ab, betätigen den Fahrhebel und fahren vorwärts. Die Geschwindigkeit der Maschine lässt sich stufenlos am Variomaten einstellen. Die Seitenklappe lässt sich auch so hochstellen, dass Sie an Wänden entlangfahren können. Die AS50 WeedHex wird immer mit Fangsack betrieben. Alles, was sie abschneidet an Unkraut, fliegt nach hinten in den Fangsack. Wenn Sie eine neue Bürste einlegen, wie diese, empfiehlt es sich zunächst, Kanten zu bearbeiten, weil die Bürste noch lang ist. Nachdem Sie Kanten gereinigt haben und die Bürste 3 cm kürzer ist, machen Sie Fläche bis ungefähr einer Bürstenlänge von hier. Diese hier ist zu weit abgenutzt. Wichtige Frage ist, wie weit kann ich mit einem Bürstenpaar arbeiten? Aus unserer Erfahrung können wir sagen, dass maximal an der Kante 400 Meter möglich sind und auf der Fläche maximal 200 Quadratmeter Fläche. Wenn wir auf der Fläche arbeiten, wird die Bürste mit der Zeit kürzer. Dann kann es sein, dass wir zu wenig Anpressdruck haben. Um mehr Anpressdruck zu haben, senken wir den Motor nach unten ab und drücken dadurch die Bürsten stärker auf den Grund. Das macht man mit diesem Einstellhebel. Unten oder nach oben. Hier braucht man etwas Erfahrung. Wenn Sie am Anfang zu hohen Druck haben, halten die Bürsten umso kürzer. Wenn wir den ganzen Nachstellbereich ausgenutzt haben, sprich der Motor ganz unten ist, dann ist unsere Bürste verbraucht. Bevor Sie eine neue Bürste dann einlegen, den Motor wieder in die oberste Position bringen.